Hi, herzlich willkommen. Willkommen zurück zu Star Trek Infinite mit unserer Forschungsoffensive. Und nebenbei Nahrungsoffensive, keine Ahnung. Ah, wobei, gibt keinen Wohnraum. Wobei, wie viel leben da? Wohnung 2. Nee, lang nicht. Was mache ich eigentlich, wenn ich zu viel Bevölkerung auf dem Planeten habe? Alle säubern oder? Wie machen wir das? Appearances are everything. Staatsstreich ist everything, my friend. Das wirst du gleich noch feststellen, du netter Zeitgeist. Gibt's da einen Button für? Nee. Ah, ich hätte gerne Hotkeys. Baukosten, Kostendistrikte, Replikator-Komplexe. Ich habe auch Komplexe, aber ich glaube, darum geht's hier nicht. Integrationsprozess begonnen. Ufopathie idanianischen Clans. Warum? Hör mal auf mit dem Scheiß, Alter. Der ist einfach null Bumskirch. Das ist cool, dass das wieder so krass runtergeht. Da hat er irgendwie gedacht, das geht nur rauf, aber ne. Chillige Sache, Alter. Schön. Gefällt mir. Da kann ich ja ganz entspannt wieder kriegstreiben. Wir sammeln uns mal hier. Das, wenn die ein Abkommen brechen? Das ist Sonnenverteidigung. Oh. Ah, wo war das? Hier? Nee. Ist in der Nähe eines unserer Transport... Ah. Nee, warte mal, jetzt bin ich ein bisschen... Folgen beenden, Verfolgen beenden. So, da oben. 3 Militärschiffe. Also wenn ich eine Flotte dahin schicke, zählt das als 3? 1 Forschungsschiff. Let's go, Alter. Gebrochen? Das ist voll... Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht... Also muss ich wirklich sagen, das macht überhaupt keinen Sinn. Also angeblich habe ich aktuell weder Militärschiffe... Huch! Ja, erforscht meinetwegen. Da ist eine Feindflotte. Wissenschaftler die Eigenschaft Catherine Janeway. So, let's go. Machen wir den Quader da mal weg. Schaut aber schon cool aus an sich, ne? Und so. Eine kleine Gruppe an Borg-Kuben ist erschienen, um die Königin zu verteidigen. Janeway ist entkommen, doch wir müssen sobald wie möglich zurückholen. Wir müssen sie sobald wie möglich zurückholen, nachdem wir uns um die Kuben gekümmert haben, ansonsten verlieren wir die Chance, unseren Plan zu verwirklichen. Yo, die Demos hat Hops, Alter. Wo ist meine Flotte, wenn ich sie brauche? Alter, schnell dahin oder so. Chaosraum. Der trimetrische Riss in der Nähe von Kelosi führt zu einem Abschnitt des Chaosraums, der sich über etwa 2 Lichtjahre erstreckt. Auch wenn der Chaosraum noch nie direkt beobachtet werden konnte, wissen wir, dass diese hochenergetischen Regionen sich unserem Verständnis der Gesetze der Physik entziehen. Unsere Sensoren können den Riss nicht durchdringen. Die direkte Erforschung könnte enorm riesige für unsere Schiff und Crew bergen. Egal. Einfach rein da. Die Evoth 2 bebte, als sie von der Subraumanomalie beinahe in 2 gerissen wurde. Die Crew blieb nichts anderes übrig, als bei voll aufgetretenen Triebwerken tiefer einzudringen. Die Sensoren spielten verrückt, als parallele Zeitkontinua auf der IKS Evoth 2 zusammenliefen und gefährliche Paradoxe verursachten. Der Captain gab den Befehl, das Warpfeld zu modifizieren, um über eine paralaterale rentillische Flugbahn zurück in den Normalraum zu gelangen.
Anschließend berichteten alle Crewmitglieder eine hilfreiche Präsenz im Chaosraum verspürt zu haben. Im Bordcomputer ist nun eine vormals unbekannte Navigationsfrequenz eingetragen. Entsenden wir einen guten Wein. Unbekannte Koordinaten. Okay. Können wir das bitte ausmachen? Oh. Ach, hier. Spezialprojekt. Erforschen. Ja, der kriegt die ganze Zeit Damage da in der Region, ne? Okay, das habe ich jetzt gemacht und jetzt? Nix. Danke für nix. Okay, da sind unsere ganzen Flotten hier. Okay. Ein neues System wurde entdeckt. Ein bisher nicht erfasstes Sternsystem ist auf unseren Scans erschienen. Aha. Das hier oder was? Kann ich jetzt aber auch nicht hinklicken. Aha, aha. System erkunden. Schauen wir doch mal. Nee. Nee, du nicht. Guck bitte wieder hier oben hin. Was ist jetzt dein Problem? Ah. Jetzt hat... Haben wir die Schlacht jetzt eigentlich gewonnen? Ah, unsere ganzen Flotten sind hier. So. Die... Die Caneway oder wie sie heißt. Wo ist die jetzt? Alle mal schön in den Orbit rein drückern. Okay. Wir können ihn quasi öfter terraformen. Das ist auch interessant eigentlich, ne? Dass du so einen Planeten trotzdem mehrfach terraformen kannst auch. Trotzdem gut zu wissen. Kanzler an Kim Peck ist gestorben. RIP, my friend. Vulkanisches Kloster juckt mich jetzt eigentlich einen Scheiß. Lieber da mal so ein Frässtrahl. Neuer Thronerbe. Topok ist der neue Thronerbe und wird den Thron nach dem Tod unseres Herrschers besteigen. Solange er nur den Thron besteigt. Kommt die Alte jetzt mal angetuckert mit ihrem hässlichen Schiff? Wo sind die? Wohin jetzt? Meine Güte, gibt's doch nicht sowas. Next try. Die Borg sind unerbittlich. Es scheint, als haben unsere Handlungen weitere der sogenannten königlichen Wachen auf den Plan gerufen. Wir müssen uns sofort um sie kümmern und Janeway so bald wie möglich zurückbringen. So, nächster Versuch. Immerhin resettet die Zeit jedes Mal wieder. Wo sind sie jetzt wieder? Digga, wohin sie auch jedes Mal gleich wieder geht, Alter, ne? So, die ist komplett weg. Oh, leckt mich am Arsch. Ist aber juicy. Das gefällt mir. Okay, muss noch ein bisschen auf die Ausbreitung achten, aber nichts Überdramatisches. So, nächster Versuch. Unterhaltsschiffe. Das ist auch nicht das, was ich unbedingt will. Captain
Captain Janeway hatte recht. Durch die Infektion der Borg mit dem neurolytischen Pathogen konnten wir ihre Abwehr schwächen und sie sind unseren Waffen gegenüber verwundbar geworden. Der Borg-Kubus an unserem Transportknotenpunkt wurde zerstört und wir haben die Kontrolle über unseren Transportknoten zurückerlangt. Der Weg in unseren Teil der Galaxie über diesen Knotenpunkt wurde versiegelt. Nach vielen Jahren des blutigen Kampfes gegen die Borg ist das Schwarmbewusstsein endlich bezwungen und seine Königin niedergestreckt. Auch wenn das Kollektiv womöglich noch in irgendeinem Winkel der Galaxie überdauert, sind die Alpha- und Beta-Quadranten für die voraussehbare Zukunft sicher vor der kybernetischen Organismen. Nun wiegen wir uns in dem Wissen, dass die Schlacht die Seelen aller Krieger und das Klingon-Empire als Ganzes bereichert hat. Der Kampf in einer glorreichen Schlacht ist eine Ehre und der Tod ist in einer glorreichen Schlacht ist die größte Hoffnung eines jeden Klingonen. Wenn wir nach 20 Jahren diesen Erstkontakt noch abschließen. 45%, aber den können wir nachher eh terraformen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so das große Problem. Der Terraform-Prozess läuft noch. Okay, dann... Das wird eh wieder dazu führen, dass ich gleich wieder neue Flotten bekomme oder irgend so ein Blödsinn. So, wie läuft es mit Beziehungen? Herzlich. Aber noch haben sie kein Interesse an irgendwas. Gucken, wie diese ganzen Kolonien jetzt unser gesamtes System beeinflussen. Positive Beziehung habe ich doch eigentlich. Fürs Protokoll. Wenn wir mal gesagt haben. Keine Kriminalität, alle super happy. Bauen wir mal eine Nahrung. Also viel mehr gibt es jetzt auch gar nicht. Also wir haben jetzt hier schon ziemlich eigentlich alles abgedeckt, mehr oder weniger, glaube ich. Kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass wir jetzt hier noch ewig weiter expandieren könnten. So. Da läuft das Terraforming. Ihr begebt euch schon mal alle dorthin. Wir haben echt null globale Spannung. Neues Stern-Weltraum produziert zwei Handels. Das sieht eigentlich sehr interesting aus. Wir können angeblich auch irgendwie Spione rekrutieren, aber. Nein, da waren irgendwo Missgeburten. Wo waren die? Warum habe ich da keine Nachricht bekommen? Das. Was für ein System? Hä, Digga? Das Kampilian? Hä? Da unten? Die haben einfach da unten das Ding gesnackt, Alter. Diese Schwerverbrecher. Und ich habe es nicht mal mitbekommen. Das ist eigentlich das, was mich am ärgerlichsten macht. Wir sind die El Aurianer, die Geschichtenerzähler. Das Universum erzählt viele Geheimnisse und wir hören zu. Bitte macht es euch bequem und nehmt einen Drink. Lasst es euch wissen, wenn wir etwas für euch tun können. Eine Anleitung erbitten.
Monatliche Forschung plus 15%. Das ist juicy. Aber nichts ist so juicy wie ein Staatsstreich. Eins. Zwei. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die stark sind. Da komme ich aktuell nicht hin. Aha. Was soll denn der Scheiß? Das ist scheiße. Da können wir noch die Blocker entfernen. Okay, mehr gibt es aktuell nicht zu tun. Das weiß ich zumindest auch. Wofür die Warp-Reichweite da ist. Söldnergruppen aus der gesamten Galaxis haben sich zusammengeschlossen, um uns um eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft zu bitten. Sie bieten uns an, gegen die Tanugan auch, dass sie unterstützen. Hey, nein. Also wie gesagt, die Verzichte. Wir haben das Territorium einer fremden Zivilisation erreicht. Ah, das gefällt mir. Wir haben jetzt quasi das Ganze erobert. Und doch das Erobern haben wir dann gleich. Und, in Orbit einfliegen. Flotten landen. Terraforming ist auch fertig. Wo war das? Das hier, sehr schön. Giver Prime. So, was ist jetzt mit euch? Den terraformen wir von der 45er zu einer 65er. Und den terraformen wir gar nicht, weil das ist ein beschissener Eisplanet oder so. Oder was auch immer das sein soll. So, ein extra Spion. Oh, Terraforming-Station. Die Ausbalancierung als Rüstung für dein kritisches Studium. Ist das, das, was wir brauchen, um bestehende Planeten zu terraformen? Ne, fortschrittliches Terraforming brauchen wir dafür. Ah. Also nicht ganz so wichtig. Hätte ich jetzt einfach mal behauptet. In meinem jugendlichen Leichtsinn. So, der Krieg ist eh schon gewonnen. Wie ihr sehen könnt. Sind wir auf dem Planeten schon drauf? Landen. Die Tanugan Anocracy haben ihre Bewegung durch eine konzentrierte Aktion verborgen, um unsere Scans zu verwirren oder zu blockieren. Elite-Armee rekrutiert 4. Oh, das sieht interesting aus. Wie läuft das jetzt hier mit dem Angriff? Na, wieder scheiß Piraten. Nee, die gehen mir auf den Sack. Unsere Invasion von der Tanugan Anocracy war für unser eigenes langfristiges Überleben unvermeidlich. Der Zusammenstoß zwischen unseren beiden Lebensweisen war nur eine Frage der Zeit. Ungeachtet dessen, wer am Anfang recht hatte oder nicht, gibt es jetzt eine Trägheit, die uns vorwärts treibt und die nicht rückgängig werden kann. Wir sind uns selbst und künftigen Generationen gegenüber verpflichtet, diesen Konflikt so zu beenden, wie es für unsere Seite am günstigsten ist. Wenn wir das nicht tun, wird unsere Zivilisation unter den Folgen leiden. Unser sofortiger Sieg wird das beste Ergebnis für beide sein. Kriege sind keine Dinge, die man halbherzig beenden kann. Unsere gesamte Bevölkerung wird sich darauf konzentrieren, die Effizienz in ihren Rollen verbessern. Das heißt, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Die Zukunft wird uns recht geben. Wie ist das jetzt hier mit dem Kämpfen? Also kämpfen wir jetzt hier? Ach, der ist schon besetzt. Ach so.
Sagt es doch einer. Hashtag Fail. Die haben schon einige Planeten. Muss man jetzt schon mal sagen. Es ist nicht so, als ob sie keine Flotten hätten. So, wir sind in Beziehung mit euch. Dachte ich mir. Freundlich. Plus 18. Beziehungsweise neutral. So, wir brauchen auf alle Fälle da noch die nächste Stufe. Wir könnten mal eine Warp-Vereinbarung aufsetzen. Na komm, mein Wirtschaftspakt schließen. Nee. Migrationsabkommen brauche ich. Lehnen sie aber noch ab. Die fühlen sich stark oder so, ne? Militärisch ebenbürtig, wirtschaftlich ebenbürtig, technologisch unterlegen. Das ist der Unterschied, weißt du? Was ist das denn da eigentlich? Okay. Unsere Kolonie auf Castor Prime hat einen ausgetrockneten Wasserlauf entdeckt, in dessen Nähe eine riesige Statue steht. Die Skulptur aus Kristall stellt eine humanoide Frau dar, die eine Krone aus perlmuttartigen Kaurimuscheln trägt. Die erdbraune Haut der Statue ist mit indigofarbenen Gewändern und Seesternen bedeckt und Wellen brannten gegen ihren Sockel. Es war unmöglich, die Statue zu bewegen, da sie fest auf dem felsigen Boden steht. Einige unserer Siedler berichten, dass sie sich in der Nähe dann eine Göttin in der Skulptur beschützt fühlen. Nach einem Scan der Umgebung fanden unsere Kolonisten zahlreiche Jutesäcke, die bis zum Rand mit schimmernden Perlen und halbmondförmigen Flusssteinen gefüllt sind. Unsere Scans haben außerdem nicht biologische Lebensformen entdeckt. Untersuchen wir das Ganze mal. Und nebenbei müssen wir auch nochmal das Zeug da irgendwie hinbekommen. Okay, der Krieg ist vorbei. Die werden jetzt dann eingegliedert. In den nächsten Jahren. Hier gibt es wieder antike Ruinen. Okay. Das Ding wird schon kolonisiert. Der Riss schaut so cool aus irgendwie. Im Reich gibt es physische Auseinandersetzungen wegen der Folgen unserer Kontaktaufnahme mit einer neuen fremden Zivilisation. Soll nicht rumheulen, Alter. Soll mir nicht auf den Sack gehen. Das ist die Frage, können wir das Ding da reparieren oder was? Was? Also kriegen wir die Station zurück oder eher nicht? Fehler wurde erfolgreich integriert. Lass mal kurz gucken. Fehler. Ist auch nicht der beste Planet, den man sich wünschen könnte. Verwaltungsbüros sind noch okay. Wir müssen ein bisschen auf Mineralien achten. 18 Planetentendenz steigen. Ich mag das aber. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist zwar ein bisschen Arbeit, das dann alles auszuwählen, dies, das, Ananas, aber ich find's einfach cool irgendwie. Also das Ausschuss kriege ich das Ding nicht zurück. Oh. Oh. Da ist diese Ressource hier. Gravitonen. Die Schwerkraft ist eine fundamentale Kraft unseres Universums und zwar eine der verheerendsten. Bin mal gespannt. Okay. Maximale Fähigkeit. Ich weiß nicht genau, warum man sich mir verweigert, mir mehr Flotten mitzugeben. Das gibt's doch nicht. Ich meine, wir können jetzt natürlich rein theoretisch eine Flotte bauen. Und können natürlich sagen, wir packen da jetzt einfach sowas rein. Huch. So, ne? So. Das könnte man natürlich machen. Was wir auch mal kurz gucken könnten, vielleicht löst das ein Problemchen. Wir sind ja hier über dem Limit, ne? Hier, die sind über dem Limit.
So, machen wir das mal so. Beziehungsweise so. Okay. Mal gucken. Ansonsten würde ich jetzt erstmal sagen, ich bin raus für heute, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.